Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf unserem Kanal, den Let's Play Bros. Ich sitze hier zusammen mit dem Tobi. Hi. Und dem Dui. An Tobis PC, weil ich jetzt bei Tobi bin. Und wir haben dieses neue Projekt, nennen wir Minecraft Crash Course. Das ist ein Minecraft Crash Course, wie der Name schon heißt. Das heißt, so alles über Minecraft zeigen wir euch, so die kurzen Tipps, so dass ihr keine Noobs seid wie Santian, sondern dass ihr so Pros seid wie wir. Okay? Also, dann fangen wir mal an. So, jetzt gehen wir mal in unser schönes Haus. Ich habe hier so ein bisschen was vorbereitet. So, also das erste Item, was ich euch zeigen möchte, ist die Endertruhe. Das heißt, das ist so eine Truhe, die ihr echt ganz normal craften könnt. So, dann legt ihr dann den Amboss und so rein. Und hier habe ich noch eine. Dann geht ihr darauf. So, dann habt ihr es da. So, das ist das erste. Jetzt machen wir einen Schnitt. So. 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 In der zweiten Kiste, die ich euch zeigen möchte, ist erstmal alle Arten von Rüstungen und alle Arten von Schwertern. So, hier, ich habe die Rüstungen in der Reihenfolge gemacht, wie gut sie sind. So, also als erstes kommt die Lederrüstung, die natürlich nicht so viel aushält wie die Goldrüstung. Dann kommt die Kettenbrustrüstung, die ihr aber nicht im Singleplayer craften könnt, sondern die könnt ihr nur aus dem Creative holen. Dann kommt die Eisenrüstung und dann die Dia-Rüstung, die natürlich am besten ist. Das gleiche gilt auch für die Schwerter. Holzschwert macht 4 Schaden. Das Goldschwert macht auch 4 Schaden, Steinschwert macht 5, Eisenschwert macht 6 und Diaschwert macht 7. Aber das Steinschwert kann man ganz normal craften mit Cobblestone. Ja, das Steinschwert ist so ziemlich am billigsten, also, ja, mit dem Holzschwert. So, dann ist das hier ein Ofen, ja. So, dann kommen wir zur Nahrung. Es gibt erstmal hier, also wenn man Tiere tötet, zum Beispiel hier ein Schwein, kriegt man hier rohes Schweinfleisch oder bei einer Kuh rohes Rindfleisch. Dieses kann man dann nehmen und in den Ofen packen, natürlich nur mit Kohle, so, und dann kommt hier gebratenes Schweinefleisch raus, was viel mehr Hunger wegmacht als so ungebratenes. Das heißt, ihr solltet das immer braten. So, jetzt habe ich gerade ein bisschen Hunger bekommen, wie ihr seht. Ab 3 Hungerkeulen kann man nicht mehr sprinten. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht mehr sprinten, jetzt laufe ich ganz normal. Sprinten tut man mit Doppel-W, dann läuft man nämlich schneller, so wie ich die ganze Zeit laufe. So, und ja. Man stellt es an. Und regenerieren tut man nur, wenn man vollen Hunger hat. Das heißt, wenn ich jetzt Schaden bekomme, dann regeneriere ich nicht, weil ich nicht vollen Hunger habe. Also beziehungsweise, wenn 2 Hungerkeulen weg sind, dann könnt ihr immer noch regenerieren, aber dann ab der dritten dann... Nicht mehr. So, das heißt, hier seht ihr, ich regeneriere nicht mehr. Also das Leben wird nicht wiederhergestellt. So, gehe ich also mal wieder rein. Also als erstes nehmen wir das Steak. Das ist gebratenes Kuhfleisch, also Rindfleisch. So ist Essig. Wie ihr seht, hat es 4 Hungerkeulen gebracht, was schon ziemlich gut ist. Das nehme ich mal das Schweinefleisch, so, was auch 4 Hungerkeulen bringt. Das heißt, ich bin wieder voll und jetzt werde ich auch anfangen, Leben zu regenerieren, wie ihr seht. So, und jetzt noch ein kleiner Tipp für euch. Wenn ihr nur einen halben Hunger oder so verloren habt und dann ein Steak isst, dann gibt es sozusagen unsichtbare Hungerskeulen zusätzlich, die man nicht sieht. Und ja, das ist dann auch schon ziemlich praktisch, wenn man das weiß und ja, nicht, dass man dann irgendwie wartet, bis man genügend Hunger hat, dass man dann wieder essen kann. Okay, so, das sind wir wieder. Nach einem kurzen Cut. So, dann gibt es den goldenen Apfel. Und den OP-goldenen Apfel, die kann man immer essen. Dieser goldene Apfel zum Beispiel gibt einen 2 Herzen dazu, ein paar nette Effekte sowie Absorption und Regeneration 2. Das ist sehr praktisch. So. Aber passt auf, die Regeneration geht nur 5 Sekunden, also klug einsetzen. Ja, so. Dann trinke ich jetzt eine Milch, dann ist es natürlich gleich wieder weg. So, damit kann man übrigens seine Effekte wegmachen. So, jetzt geht's an den OP-goldenen Apfel, also ich nenne ihn nur OP-goldenen Apfel. Eigentlich ist es einfach goldener Apfel mit so einer lilaner Schrift. Oder Notch-Apfel. Notch-Apfel. So, wenn man den isst, der ist ziemlich teuer, kriegt man Absorption, Regeneration, Resistenz und Feuerschutz. Und noch 2 Herzen dazu. Das heißt, das ist echt ziemlich OP, dieser Apfel. Deswegen nenne ich ihn auch OP-Apfel. Kann man natürlich alles wieder mit der Milch wegkriegen. So, den craftet man nämlich, indem man einen Apfel in die Mitte so eines Tisches legt und hier einmal drumherum Goldblöcke, was also ziemlich teuer ist. So. So, dann haben wir noch 2 Essenssachen. Also, es gibt natürlich viel mehr Essen, aber das ist so der Grundkurs, dass man Fleisch immer braten sollte und den Rest kann man einfach essen. Dann gibt es noch 2 Items, einmal die giftige Kartoffel und den Kugelfisch. So, erstmal esse ich die giftige Kartoffel. So, wenn man die giftige Kartoffel isst, kriegt man Vergiftung. Was auch irgendwie logisch ist, weil das eine giftige Kartoffel ist. Seht ihr hier, dann wird meine Herzen grüner und kriege ich Schaden. So, dann gibt es noch den guten Kugelfisch, den ich liebevoll Puffy nenne.
So. Wenn man den isst, kriegt man Vergiftung 2, Übelkeit, Vergiftung 4, Hunger 3 und Übelkeit. Das heißt, mir ist jetzt so ein bisschen... Das Giftigste, was es gibt. Ja. Man kann, also man stirbt in Minecraft nicht an Vergiftung, das geht bis auf ein halbes Herz runter, aber die Vergiftung habe ich jetzt doch ziemlich lange. Also, ja. Gott. Die ist schon ziemlich übertrieben. So, natürlich kann man auch in Minecraft backen. Und dazu kann man einmal diesen Kürbiskuchen backen, craftet die beiden Kuchen. Den Kürbiskuchen macht man so, man nimmt einen Kürbis, so, einen Zucker und ein Ei, also halt. Hier, ich leg's mal in den Crafting Table. So, und dann hat man einen Kürbiskuchen, den kann man auch essen, der gibt auch 4 Hunger, aber der hält länger als die Schnitzel und so, deswegen sollte man das immer nehmen. So, dann kann man auch einen Riesenkuchen bauen. Mache ich auch eben. So. Und den craftet man nämlich so, also 3 Milch oben hin, 3 Weizen unten hin. Dann nimmt man ein Ei in die Mitte. In die Mitte und 2 Zucker an den Rand und dann hat man einen Kuchen. Man kriegt die einmal zum Glück zurück, weil das wäre sonst eine riesige Verschwendung. Dann setzt man den hin und dann kann man davon so Stücke abbeißen. Bis zu 8 Stück. Das heißt, es sind halt 8 Stücke und jedes Stück bringt eine Hungerkeule. Das heißt, ein so ein Ding bringt 8 Hunger. So. Zucker, falls ihr es nicht wisst, kriegt man hier aus solchem Zuckerrohr. Das kann man nur auf Erde und Sand anpflanzen und nur wenn ein Block Wasser direkt daneben ist. Das kann man dann das unterste abbauen, so. Dann nimmt man das, zieht es in den Crafting Table, dann hat man Zucker. Ja. So, dann kommen wir hier zu den Erzen. Das sind ja immer alle Erze, die es gibt. Es gibt die Steinkohle, das Eisenerz, das Redstone-Erz, das Smaragd-Erz, das Diamantenerz, das Lapis-Lazuli-Erz und das Golderz. So, hier seht ihr sie auch nochmal aufgebaut. So. Ja. So, also das Eisenerz kann man nur mit einer Steinspitzhacke abbauen. Mit einer Holzspitzhacke kann man Stein abbauen und dann sollte man sich direkt eine Steinspitzhacke bauen. Weil man sich mit der Steinspitzhacke kann man, hier Eisen abbauen. Und Kohle. So. Für den Rest braucht man dann eine Eisenspitzhacke. Das heißt, man nimmt dieses Eisen, geht zu einem Ofen, legt das Eisen hier rein, nimmt Kohle da rein und dann schmilzt das so. Dann kann man sich hier eine Eisenspitzhacke rausnehmen. Also hat man eine gecraftet, damit kann man Redstone-Erz abbauen, wozu später noch ein Tutorial geben wird von Tobi. Smaragd-Erz. Ja, und halt alles andere. So. Also. Diese alle hier kann man mit einer Eisenspitzhacke abbauen und die beiden hier nochmal mit einer Steinspitzhacke. So. Eisenerz findet man unter der Höhe 64. Wenn ihr nicht wisst, was das für eine Höhe ist, dazu drückt man FN und F3. Dann sieht man hier dieses angezeigt. Das ist erstmal ziemlich viel. So. Dann sieht man im zweiten Abschnitt, da sieht man XYZ stehen. Also ja genau, da XYZ. So, und dann ist das hier. Das hier sind die Koordinaten, dazu später noch mehr. Und das hier ist die Höhe. Also ich bin jetzt auf Höhe 69. Das heißt, auf meiner Höhe gibt es jetzt noch kein Eisen. So. Also Eisen gibt es auf dieser Höhe unter 64. Das hier Kohleerz unter 128. Redstone unter der Höhe 16. Smaragd findet man auf jeder Höhe, aber auch nur in den extremen Bergen. Das ist ein Biom, das kann man sich auch anzeigen lassen. Hier bei F3. Die extremen Biome sind da genau Biom, Desert Hills, das heißt, ich bin gerade in der Wüste mit Hügeln. Und wenn da dann Rocky Hills steht, dann seid ihr da und da könnt ihr dann auch Smaragde finden. Aber Smaragde braucht ihr eigentlich nicht, also lasst einfach die Finger davon. Doch, für Villagers. Ja, für Villagers. Okay, dann hier die Diamanten, was wohl das Wertvollste ist. Die findet man unter der Höhe 16 und sind auch nur ganz selten. Also es ist ungefähr ein Diamant in einem Chunk. Da gibt es immer so Spekulationen, dass Diamanten immer in der Nähe von Lava ist oder in der Nähe von Redstone, aber das sind auch wirklich alles nur Spekulationen. Dias! Ja, Dias. Okay, dann gibt es hier Lapis Lazuli, der auch unter der Höhe 16 ist. Ja? So, und dann gibt es noch Golderz, das ist unter der Höhe 32. So, aus diesen Materialien kann man sich immer Werkzeuge bauen. Das Schlechteste ist erstmal Holz, da gibt es natürlich die Holzaxt, die macht auch Schaden, aber ihr solltet euch natürlich immer ein Schwert machen im Singleplayer. Für Survival Games ist es eigentlich ganz klug zu wissen, weil es da auch viele Äxte und Spitzhacken gibt. Also, man kann hier, also eine Diamantaxt ist immer so gut wie das Schwert des Rohstoffes darunter. Das heißt, eine Diamantaxt ist so gut wie ein Eisenschwert.
Das heißt, wenn man ein Steinschwert und eine Diamantaxt hat, nimmt man immer die Diamantaxt. Und aber bei einer Diamantspitzhacke, die ist immer zwei Stufen runter. Das heißt, die ist auf Steinlevel. Also Steinschwert ist so gut wie eine Dia-Axt. Ja, und das ist bei jedem so. Das könnt ihr euch einfach merken. So, ja. Natürlich baut ihr Diamant am schnellsten ab. Dann kommt Eisen. Dann kommt Stein. Und Gold baut noch schneller ab als alle anderen. Nur das Problem ist, das geht unglaublich schnell kaputt und mit denen kann man auch solche Sachen wie Eisenerz nicht abbauen. Und Hacken machen gar keinen Schaden, also probiert's erst gar nicht. Ja, also Hacken sind eigentlich kompletter Müll, außer wenn man ein Feld anbauen will, dann macht man einen Rechtsklick auf einen Erdblock, der neben einem so ein Wasserblock ist und dann kommt da ein Feld drauf und dann könnt ihr einfach mit Rechtsklick Samen also drauf platzieren. Der wird befruchtbar. Also das braucht man erstmal gar nicht. So, ja. Ich würde sagen, das war's auch mit dem ersten Crashkurs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, es kommen jetzt noch mehrere solche kleine Crashkurse. Und ja, wir hoffen, wir können euch damit weiterhelfen. Und lasst gerne ein Like da oder positive Kritik, Kommentare, konstruktiv, alles super und ciao.